Dobrý večer, já vás srdečně vítám. Já dále budu mluvit německý. Chci vás jenom upozornit na to, že dole v liště Zoomu najdete tlačítko na tlumočení, což je hlavní věc pro tu naši diskuzi, protože akce bude česko-německá. A proto můžete tam vlastně přepnout kanál podle toho, jak chcete sledovat tu naši debatu. A teď budu mluvit německy. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Thomas Oellermann. Ich bin Mitarbeiter der Friedrich-Ebert-Stiftung in Prag. Ich darf Sie herzlich begrüßen zu unserer Veranstaltung zu Wenzel Jaksch. Darf, bevor ich die Gäste vorstelle, darauf hinweisen, dass wir diese Veranstaltung dolmetschen, durchgehen, deutsch-tschechisch. Sie finden unten in der Zoom-Leiste eine Taste, mit der Sie die Sprache jeweils umschalten können. Also Sie finden hier die Veranstaltung auf Tschechisch, aber entsprechend auch auf Deutsch. Nun aber zur eigentlichen Veranstaltung. Ich darf zunächst einmal unsere Gäste begrüßen, muss leider direkt zu Beginn, und damit möchte ich beginnen, Radka Šustrová entschuldigen. Radka Šustrová, die auch vorgesehen war, den Vortrag, den wir gleich hören werden, zu kommentieren. Aus tschechischer Perspektive ist leider krankheitsbedingt für heute ausgefallen. Sie grüßt ganz herzlich und bedauert sehr, dass sie bei unserer Veranstaltung nicht dabei sein kann. Ich darf dann zunächst einmal den Hauptvortragenden unserer heutigen Veranstaltung begrüßen. Es ist Professor Dr. Michael Schwarz vom Institut für Zeitgeschichte. Ich werde gleich noch mal ein wenig darauf eingehen, mit welchen Themen Sie sich beschäftigen in Ihrer historischen Forschung. Und wir werden auch natürlich dann dazu kommen, warum Sie sich mit Wenzel Jaksch beschäftigen oder beschäftigt haben zumindest. Das aber dann gleich erst einmal. Ich darf dann aber eben doch als tschechischen Vortragenden, als tschechischen Diskutierenden begrüßen, Wladimír Špidla von der Demokratischen Masaryk-Akademie. Die Demokratische Masaryk-Akademie veranstaltet diese Veranstaltung zusammen mit uns, mit der Friedrich-Ebert-Stiftung in Prag. Und ich möchte darauf hinweisen, dass wir diesen Vortrag oder dieses Thema, diese Studie von Michael Schwarz in den nächsten Tagen auf Tschechisch herausgeben werden, in tschechischer Übersetzung herausgeben werden. Ich werde Ihnen gleich im Laufe der Veranstaltung noch einen Link in den Chat bringen, über das Sie eine Vorbestellung tätigen können. Ich darf aber nun zunächst begrüßen und dann auch um ein Grußwort bitten, Urban Überscher, den Leiter des Prager Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung. Urban, du hast das Wort. Ja, vielen Dank, lieber Thomas. Das will ich gerne, sehr gerne tun. Einen schönen guten Abend auch erstmal von meiner Seite und ein herzliches Willkommen an Sie alle im Namen der Friedrich-Ebert-Stiftung. Thomas Oellermann hat mich gerade schon vorgestellt. Mein Name ist Urban Überscher und ich bin verantwortlich für unsere beiden Projekte, zum einen in der Tschechischen Republik und zum anderen in der Slowakischen Republik. Ich möchte mich auch zu Beginn ganz herzlich bei allen Mitwirkenden schon mal bedanken, dass diese Veranstaltung heute zustande gekommen ist. Denjenigen, die jetzt heute hier auf dem virtuellen Podium teilnehmen werden, aber auch denjenigen, die im Vorfeld der Veranstaltung dazu beigetragen haben, dass diese Veranstaltung heute stattfinden kann. Und mein besonderer Dank gilt natürlich auch der Demokratischen Masaryk-Akademie, stellvertretend an dich, lieber Wladimír, dass wir diese Veranstaltung gemeinsam mit euch veranstalten können. Ja, heute soll es um die Person von Wenzel Jaksch gehen. Der ist 70 Jahre alt geworden. Der wäre in diesem Jahr allerdings 125 Jahre alt geworden. Das ist ein Grund, wie ich finde, sich noch mal etwas eingehender mit seiner Person zu beschäftigen. Und genau das wollen wir heute Abend auch tun. Ich habe mir im Vorfeld dieser Veranstaltung so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, was ich persönlich eigentlich auch mit der Person von Wenzel Jaksch verbinde, was ich jetzt vielleicht auch zu Beginn zur Einstimmung auch sagen könnte. Und ich glaube, diese Person von Wenzel Jaksch ist eine durchaus umstrittene Person. Er war ein Grenzgänger, er war zu Hause auf beiden Seiten der Grenze, in der damaligen Tschechoslowakei, später aber auch in der Bundesrepublik Deutschland.
Er war sowohl Mitglied im tschechoslowakischen Parlament als auch im Deutschen Bundestag. Und er war eben auch ein sudetendeutscher Sozialdemokrat und gleichzeitig auch ein Gewerkschafter. Er ist auch jemand, der den Aufstieg aus kleinen, aus sozial schwächeren Verhältnissen, würde man heute sagen, geschafft hat, bis auch an die Parteispitze der Deutschen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei in der damaligen Tschechoslowakei. Er war aber auch umstritten. Ich glaube auch insbesondere, wenn man aus deutscher Perspektive auf die Person von Wenzel Jaksch blickt, da fällt den meisten wahrscheinlich zunächst auch ein, dass er Vorsitzender des Bundes der Vertriebenen gewesen ist, der erste Sozialdemokrat übrigens in dieser Funktion. Da fällt einem eben auch ein hier, dass er für die sozialdemokratischen Sudetendeutschen gewirkt hat. Ich glaube auch, dass die Unterscheidung dann auch mit den Sudetendeutschen, die dann schlussendlich auch mit den Nationalsozialisten paktiert haben, nicht immer ganz so gut funktioniert. Und ich glaube, das kann man auch an der Person beziehungsweise an der Wahrnehmung von Wenzel Jaksch ganz gut festmachen entsprechend. Er ist aber, und das will ich auch ganz ausdrücklich sagen, eine Person der Zeitgeschichte, ein Demokrat, jemand, der sich auch Zeit seines Lebens für die Rechte von Minderheiten eingesetzt hat. Glaube auch für die damaligen Verhältnisse auch ein überzeugter Europäer. Deswegen ist es gut und wichtig auch, dass wir uns heute etwas ausführlicher mit der Person von Wenzel Jaksch auch befassen werden. Die Grundlage dafür, Thomas Oellermann hat es schon angedeutet, bildet ein Text von Professor Dr. Michael Schwarz, dem ich an dieser Stelle auch nochmal persönlich danken möchte, zum einen dafür, dass Sie heute bei uns sind und mit uns diskutieren werden. Zum anderen aber auch möchte ich Ihnen ausdrücklich danken dafür, dass Sie es möglich gemacht haben, dass wir Ihren Text auch ins Tschechische übersetzen dürfen und ihn so eben auch der tschechischen Öffentlichkeit zugänglich machen können. Ich bin sehr gespannt auf unsere Diskussion heute, auf die unterschiedlichen Perspektiven. Thomas Oellermann hat es schon angedeutet, die deutsche Perspektive, aber dann eben auch, was Wladimir Spittler aus tschechischer Perspektive über die Person von Wenzel Jaksch sagen wird. Und ich bin mir relativ sicher, dass wir heute ein etwas genaueres Bild von der Person, aber vor allen Dingen auch von dem Politiker Wenzel Jaksch am Ende haben werden. Darauf freue ich mich. Danke Ihnen sehr, dass Sie mir zugehört haben. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit und darf jetzt an dieser Stelle erstmal wieder den Ball virtuell zurückspielen an den Moderator der heutigen Veranstaltung, an meinen Kollegen Thomas Oellermann. Thomas, dir auch ein Dankeschön bei dieser Gelegenheit dafür, dass du heute diese Veranstaltung moderieren wirst. Und jetzt bist du wieder dran. Dankeschön. Vielen Dank, lieber Urban, für diese einleitenden Worte. Wir kommen dann jetzt zum eigentlichen Inhaltlichen des heutigen Abends, zum Vortrag von Professor Dr. Michael Schwarz zu Wenzel Jaksch. Ich darf nur noch ganz kurz vorher darauf hinweisen, dass es natürlich auch die Möglichkeit gibt, Fragen zu stellen zu Wenzel Jaksch, zum Vortrag, aber auch sich einzubringen in die spätere Diskussion, und darf darauf hinweisen, dass das vor allen Dingen möglich ist über die Funktion der Fragen und Antworten. Das ist der Schalter Q&A unten im Zoom-Menü. Also hier können Sie entsprechend Fragen stellen, Diskussionsbeiträge einbringen. Und die werden wir dann hier entsprechend dann auch vortragen und diskutieren. Das ist ganz, ganz klar. Kommen wir dann nun jetzt tatsächlich zum eigentlichen Vortrag von Ihnen, Herr Schwarz. Ich darf vielleicht nur ganz kurz zu Beginn sagen, dass Sie seit 1994 für das Institut für Zeitgeschichte arbeiten, dass Sie sich mit sehr unterschiedlichen Themen in Ihrer Forschung beschäftigt haben. Das ist Geschichte der Eugenik, der Euthanasie, aber auch zum Beispiel die Vertriebenenpolitik in der sowjetischen Besatzungszone und in der DDR, die Geschichte ethnischer Säuberung, aber zum Beispiel auch die Geschichte der Sexualität in Deutschland. Und Sie waren bis 2015 wissenschaftlicher Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der Stiftung Flucht, Vertreibung und Versöhnung.
und 2013, und ich denke, ich irre mich nicht, und das war so ein bisschen auch der Beweggrund, sich mit Benzo Jakic zu beschäftigen, ist Ihre Studie erschienen über namens Funktionäre mit Vergangenheit, das Gründungspräsidium des Bundes der Vertriebenen und das Dritte Reich. Und da ist ja klar, dass man, wenn man über den BDV, über den Bund der Vertriebenen forscht, dass man da natürlich auch über Benzo Jakic stolpert, auf gut Deutsch gesagt. Und ich glaube, das war so ein wenig der Beweggrund. Sie mögen das korrigieren oder gerne auch erweitern, sich mit Benzo Jakic genau zu beschäftigen. Also ich freue mich auf Ihren Vortrag. Wir werden jetzt erst einmal die PowerPoint-Präsentation wieder entsprechend einstellen und dann geht es auch gleich los. Vielleicht nochmal auch für alle Zuhörer, die PowerPoint-Präsentation ist auch zweisprachig, damit alle den entsprechenden Lesekomfort haben werden. Also wir versuchen das jetzt mal, Herr Schwarz. So, das sollte klappen. Sieht das gut aus bei Ihnen? Das ist ja. Okay, prima. Sie können mich auch gut hören, ja? Ja? Okay. Ja, erst einmal herzlichen Dank, lieber Herr Oellermann und auch lieber Herr Überscheer, für die freundlichen Einführungsworte. Und Sie haben natürlich recht, Herr Oellermann, ein wesentlicher Anstoß zumindest für die Beschäftigung mit Benzo Jakic stammt aus meiner Studie zum Umgang mit NS-Belastungen im ersten Präsidium des Bundes der Vertriebenen, wo Benzo Jakic ja in der Tat der einzig vollkommen Unbelastete ist, da er als Hitlergegner und Antifaschist sich ja quasi, solange er konnte, im politischen Kampf gegen den Nationalsozialismus gestemmt hat und dann 1939 bei Hitlers Einmarsch in Prag aus der Rest-Tschechoslowakei hat flüchten müssen, ins Exil flüchten müssen, indem er dann auch weit über das Ende des Zweiten Weltkriegs hinaus verbleiben musste. Also das ist eine Biografie, die sich deutlich von all den anderen vertriebenen Funktionären in diesem BDV-Führungsgremium unterschieden hat. Ein anderer Ansatz für mich war allerdings auch meine ungefähr gleichzeitig erarbeitete Studie über ethnische Säuberungen in der Moderne, also über diese spezielle Methode gewaltsamer Gesellschaftsveränderungen durch Vertreibung oder Zwangsaussiedlung von unerwünschten Minderheiten im 19. und 20. Jahrhundert. Auch da stolpert man gewissermaßen über Benzo Jakic, wenn man sich mit dem deutsch-tschechoslowakischen Fallbeispiel beschäftigt. Und insofern gibt es da zwei unterschiedliche Annäherungen an diese Figur, wobei dieses Buch über ethnische Säuberung eben auch diesen österreichisch-ungarischen Hintergrund ein wenig stärker mitbeleuchtet hat, den ich Ihnen heute auch wenigstens in aller Kürze nahebringen möchte. Benzo Jakic, es wurde ja schon erwähnt, hätte in diesem Jahr seinen 125. Geburtstag gefeiert. Das war am 25. September und demnächst am 27. November jährt sich zum 55. Mal auch der Todestag. Er kam durch einen Autounfall bei Wiesbaden 1966 ums Leben, also knapp nach seinem 70. Geburtstag. Und Sie sehen hier auf dieser Google Maps Geschichte seinen Geburtsort, Langstrobnitz oder Glohastrobnitze, ein kleines Örtchen, ein kleines Dorf im südlichsten Winkel von Südböhmen, wenn Sie so wollen, hart an der österreichischen Grenze. Und dann diese 570 Kilometer Luftlinie zu seinem langjährigen letzten Wirkungsort und Wohnort Wiesbaden. Seine Biografie ist allerdings viel umständlicher. Er ist nicht einfach aus Tschechien nach Wiesbaden gelangt, sondern wir haben hier ganz unterschiedliche Lebensstationen dieses Mannes. Wien hat für ihn eine prägende Rolle gespielt. Er ging als Kind der ländlichen Unterschicht Südböhmens als Maurer
nach Wien und hat dort im Grunde Anschluss an die Arbeiterbewegung gefunden. Das ist für ihn eine prägende Erfahrung gewesen. Später war Pilsen für ihn sehr wichtig. Es war ab 1929 sein Parlamentswahlkreis in der Tschechoslowakei. Und er arbeitete dann natürlich auch in Prag, wo er dann auch nach dem Münchner Abkommen weiter politisch tätig war, bis eben, wie gesagt, der deutsche Einmarsch vom März 1939 das unmöglich machte. Über Polen und Schweden konnte er dann nach London flüchten, wo er dauerhaftes Asyl erhielt, wenn Sie so wollen. Und erst 1949 kam er nach Wiesbaden, wo er eine Zeit lang dann das Landesflüchtlingsamt des Landes Hessen leitete, also sich dann an vorderer Stelle in der Landespolitik für die Integration der Vertriebenen einsetzte. Und ab 1953 war er dann Bundestagsabgeordneter in Bonn, wo dann die spätere Funktion als BDV-Präsident noch dazu kam. Wir müssen, das ist ja vorhin auch schon mal kurz erwähnt worden, auch sehen, dass Wenzel Jaksch eine geradezu mustergültige Aufstiegsbiografie innerhalb der deutschen, deutsch-österreichischen oder deutsch-tschechoslowakischen Arbeiterbewegung repräsentiert. Er kam ja aus sehr ungünstigen sozialen Verhältnissen, aus der ländlichen Unterschicht. Hier sieht man rechts sein Geburtshaus. Und hat tatsächlich dann über diese einfachen Arbeitertätigkeiten, Maurertätigkeit etc. Im Grunde Schritt für Schritt einen Aufstieg innerhalb der Arbeiterbewegung geschafft, der ihn aber nicht nur zum Funktionär machte, sondern eben auch zu einem Menschen, der sich systematisch selbst gebildet hat. Das meint ja im Grunde der Begriff Autodidakt. Also er wurde ein Mann der Bücher. Insofern ist dieses rechte Bild hier auch ganz wichtig. Er fängt an als Sekretär der Landarbeitergewerkschaft in der Tschechoslowakei. Da sieht man auch einen Zusammenhang mit seiner Herkunft. Wird dann aber rasch Parteijournalist. Das heißt, er wird ein Mann des Wortes, des Schreibens, des Überzeugens mit Argumenten, wenn Sie so wollen. Und in Tschechien ist ja, ähnlich wie in Deutschland dann auch, eine Edition seiner Sozialreportagen als Parteijournalist aus den 1920er Jahren herausgebracht worden, die, glaube ich, sehr eindrücklich zeigen, wie sich bei ihm dieses soziale Engagement mit der Wortergreifung dann auch verbinden. Er wird ein Mann des Wortes. Später dann auch Abgeordneter. Auch die Parlamentstätigkeit ist unter anderem auch eine verbale, eine rhetorische Tätigkeit, die er ebenfalls gut beherrscht hat. Und am Ende seines Lebens, das war auch ein ganz persönlicher Stolz für ihn, wird er auch noch zum Doktor honoris causa geadelt, wenn Sie so wollen. Das ist ja der Geistesadelstitel, der damals vielleicht noch wichtiger war als heute. Denn zum Beispiel im Bundestag oder im BDV-Präsidium war er geradezu umzingelt von Doktoren, von bürgerlichen Männern, die diesen Werdegang sehr viel einfacher hatten machen können. Und er als Arbeiter und sozialdemokratischer Aufsteiger konnte diesen Titel eines amerikanischen College dann in seinen letzten Lebensjahren auch tragen. Das war für ihn, aber auch für die Sozialdemokratie sehr wichtig. Er wird oft mit diesem Titel dann auch in den Zeitungen genannt. Autodidakt, das ist ein Stichwort, wenn wir überhaupt sein Arbeiterbewegungsumfeld im noch habsburgischen Wien uns anschauen. Autodidakten gab es viele, auch Leo Trotzki, den wir hier links sehen, in seinem Wiener Exil vor Beginn des Ersten Weltkrieges, war ein solcher Autodidakt. Ihm wurde durch rasche Gefängnisstrafe als Sozialrevolutionär sogar der Abschluss des Gymnasiums verwehrt und dann vor allem das Studium verwehrt. Also er ist, wenn Sie so wollen,
in einer vergleichbaren Situation der Selbstbildung. Und er ist ähnlich wie Jaksch auch ein hochbegabter Journalist gewesen, was man leicht vergisst. Aber es gibt auch von Trotzki Editionen auf Deutsch seiner politischen Reportagen bis in den Ersten Weltkrieg hinein. Da hören dann die Vergleichbarkeiten aber auch auf, denn Trotzki wird ja ein bewusster Revolutionär, der Gesellschaft umstürzen und nicht reformieren möchte. Und ab 1917 in der sich entwickelnden Sowjetunion dann auch ein politischer Führer, der eben auch für zahlreiche Gewaltpolitiken Mitverantwortung trägt, bevor er dann selber Opfer stalinistischer Gewalt geworden ist. Da gibt es schon einen gewissen Gegensatz. Trotzki beobachtet sehr kritisch die Arbeiterbewegung im Habsburgerreich, die für ihn viel zu bürgerlich und viel zu selbstzufrieden daherkommt, zumindest was deren Führungskreise angeht. Und diese Genossen, Doktoren sind für ihn außerordentlich fragwürdig. Jaksch beginnt ursprünglich auf dem linken Flügel der Sozialdemokratie, aber wird im Grunde doch mitgeprägt von einer Entwicklung, die die Partei eher auf Reformwege bringt. Es gibt zwar Massendemonstrationen, Massenbewegungen, auch der Arbeiterbewegung, etwa für das allgemeine Wahlrecht. Das wird aus unterschiedlichen Gründen in der österreichischen Reichshälfte oder 1907 auch eingeführt. Und damit eröffnet sich für die Sozialdemokratie der Einstieg in parlamentarisches Lernen. Man wird sehr rasch durch dieses allgemeine Wahlrecht eine ganz starke Fraktion, wenig später sogar die stärkste im österreichischen Reichsrat. Und das soll auch für Jaksch's Werdegang eine wichtige Rolle spielen. Es gibt natürlich alternative Versuchungen. Die Versuchung des Kommunismus, die rechts mit dem die Welt säubernden Genossen Lenin auf einem Propagandaplakat abgedeutet ist, die ist für Jaksch nie wirklich eine Versuchung gewesen. Er bleibt lebenslanger Antikommunist. Aber ein politisches Attentat, das 1916 von einem prominenten Sozialdemokraten, Friedrich Adler, auf den damaligen österreichischen Ministerpräsidenten verübt wird, das findet durchaus Jakschs frühe Zustimmung, weil eben dieser Ministerpräsident während des Ersten Weltkrieges die Arbeit des Parlaments völlig lahmgelegt hatte. Also im Grunde eine reaktionär-autoritäre Politik geführt habe, die eben politische Mitbestimmung der Parteien und damit auch der Sozialdemokratie systematisch verhindert habe. Es ist aber, soweit wir sehen, das einzige Mal, dass Jaksch einem solchen politischen Attentat Beifall gezollt hätte. Vielleicht noch im Falle Hitlers später. Sein Weg in der Tschechoslowakei wird dann ein reformorientierter parlamentarischer Weg. Die deutschen Sozialdemokraten sind zwar zunächst keine Freunde des 1918 gegründeten tschechoslowakischen Staates. Sie wollen ja, wie die meisten Sudetendeutschen 1918-19, sich eigentlich über Selbstbestimmung des sudetendeutschen Bevölkerungsteils an Österreich und mit Österreich zusammen an Deutschland anschließen. Sie ahnen schon, dass das nach der deutsch-österreichischen Niederlage im Ersten Weltkrieg von den Siegermächten nicht besonders freundlich betrachtet wurde. Das wurde ihnen verwehrt. Und es dauert eine ganze Weile, bis die Sozialdemokraten sich mit diesem tschechoslowakischen Staat positiv anfreunden. Das geschieht 1929, indem sie aus der Opposition in eine Regierungskoalition eintreten und sie bleiben dann kontinuierlich bis 1938 mitregierende Partei in Prag. Das ist, glaube ich, wichtig und das ist vielleicht auch vielfach heute vergessen, dass ja nicht nur Tschechen diese Republik regiert haben, sondern es gibt auch Slowaken, etwa Milan Hodža, und eben auch Deutsche wie den Parteivorsitzenden Wenzel Jaksch's Dr. Ludwig Čech, wieder ein Doktor, als Minister in Prag. Jaksch löst dann den älteren Čech 1935 als Parteichef ab.
Das ist zunächst mal ein wichtiger Generationswechsel, der auf eine schwere politische Niederlage reagiert. Denn 1935 bei den Parlamentswahlen wird die Henlein-Partei zu einer der stärksten Fraktionen im Prager Parlament und räumt im Grunde die bisherigen Positionen der bürgerlichen sudetendeutschen Parteien ab. Die Sozialdemokraten sind im Grunde noch die wichtigste deutsch-böhmische Gegenkraft. Aber man merkt, es kommt etwas ins Rutschen und man muss darauf irgendwie reagieren. Darum ist Jaksch's Amtsantritt als Parteichef nicht nur ein Generationswechsel, sondern auch ein Politik- und ein Stilwechsel. Es geht jetzt um Volkssozialismus, wie er das sagt. Volk und Arbeiter sollen zusammengebracht werden. Der Klassenkampf wird etwas niedriger gehängt. Im Grunde kommt ja auch die Sozialdemokratie zunächst mal vom marxistischen Programm her. Und der Nationalismus oder die Interessen der Nation werden höher gehängt. Das ist übrigens keine geniale Erfindung von Wenzel Jaksch allein, sondern wir erleben in den 20er, 30er Jahren, dass dieser Trend zu einer Synthese von Nation, Nationalismus und sozialistischen oder sozialdemokratischen Inhalten auch in anderen Ländern und Völkern um sich greift. Nicht zuletzt ja auch bei der Partei, der Edward Beneš zugerechnet werden kann, der langjährige Außenminister und Staatspräsident dann der Tschechoslowakei. Auch die nennen sich nationale Sozialisten, ohne dass sie Nazis wären. Man darf das also nicht in einen Topf werfen. Und wir erleben auch einen starken nationalen Einschlag bei skandinavischen sozialdemokratischen Regierungsparteien derzeit. Also das ist durchaus etwas, was im Trend der Zeit liegt und womit Sozialdemokraten auch auf wachsende Bedrohungen von rechts zu reagieren versuchen. Das geht dann bis in die Situation des Münchner Abkommens hinein. Die deutschen Sozialdemokraten stellen sich wehrhaft gegen die Bedrohung der Sudetendeutschen Partei, die immer stärker auch zu einem verlängerten Arm Hitlers wird, was sie zu Anfang noch nicht so eindeutig war. Und Wenzel Jaksch versucht in der Krise des Spätsommers 1938 sogar Brücken zu einem ziemlich rechtsgerichteten Deutschnationalen, Rudolf Lotschmann von Auen, zu schlagen, der eine der prominentesten Figuren der Ablehnung des tschechoslowakischen Staates unter den Sudetendeutschen war. Also er versucht, den zu einem Bündnis gegen Hitler zu bewegen, aber das gelingt dann nicht so richtig. Man könnte fragen, das ist jetzt erstmal nur eine Frage oder eine Denkanregung, ob dieser Volkssozialismus, den Wenzel Jaksch in den späten 30er Jahren in der Tschechoslowakei zu propagieren versucht, der übrigens auch bei den Kommunisten durchaus mit Interesse beobachtet wird, weil die merken, einige ihrer Leute fühlen sich davon angesprochen, ob dieser Volkssozialismus nicht später auch die Entwicklung der SPD mit beeinflusst hat, in der ja auch Wenzel Jaksch und einige andere sudetendeutsche Sozialdemokraten in den 50er Jahren eine wichtige Rolle spielen. Da sind durchaus Einflüsse aus der Tschechoslowakei zu vermuten, aber auch skandinavische Vorbilder, von denen etwa Exilsozialdemokraten wie Willy Brandt und andere ja ebenfalls beeinflusst worden sind. Schauen wir uns das nochmal etwas genauer an. Wenzel Jaksch wurde ja in den 60er Jahren von einer großen deutschen Zeitung einmal als KUK-Sozialdemokrat angesprochen. Da sind dann aber beide Aspekte wichtig, das KUK und der Sozialdemokrat. Denn Jaksch war alles andere als ein unkritischer Verehrer der Habsburger Monarchie. Wie wir das heute manchmal wieder erleben, wo die Habsburger Monarchie als Vielvölkerstaat wieder in Erinnerung gerufen wird, dessen Konflikte aber manchmal ein wenig zu sehr harmonisiert werden, denn Konflikte gab es eben dort auch. Die Habsburger Monarchie war ein Vielvölkerstaat, aber ein nicht gerecht organisierter, sondern nach unterschiedlichsten Machtgesichtspunkten organisierter Vielvölkerstaat. Und die
Und die Sozialdemokraten haben vor allem in ihrem Brünner Nationalitätenprogramm von 1899 dem eine Reformvision entgegengestellt. Man wollte einen demokratischen Nationalitätenbundesstaat mit Minderheitenschutz in jedem der Teilstaaten dieser Föderation. Man wollte kein nationales Vorrecht mehr und daher sogar auf eine einheitliche Staatssprache verzichten. Da sehen Sie, dass es hier durchaus Spannungen im alten Habsburg gab und dass die Sozialdemokraten darauf zu reagieren versuchten. Allerdings hat sich der Nationalismus in der Habsburger Monarchie als extrem stark erwiesen, insbesondere auch in Böhmen, während man in Mähren durchaus zu einem Ausgleich noch 1905 zwischen nationalen Interessen gelangen konnte, hat das in Böhmen leider nie geklappt. Stattdessen werden übernationale Institutionen durch die Nationalismen Schritt für Schritt gesprengt. Die Prager Universität teilt sich in zwei nationale Universitäten. Die katholische Kirche wird ähnlich von nationalen Interessen immer stärker zerrissen und in Spannungen gesetzt. Und am Ende, 1910, spaltet sich auch die österreichische Sozialdemokratie in eine deutsche und eine tschechische in Böhmen. Also Sie sehen, das ist sehr schwierig gewesen. Wichtig für uns ist, dass ja der habsburgische Vielvölkerstaat unter etwas gewandelten Verhältnissen in der Tschechoslowakischen Republik zwischen 1918 und 1938 ja weiterlebt. Auch die Tschechoslowakei ist ja kein Nationalstaat gewesen, sondern im Grunde ein verkleinertes Habsburgerreich mit zahlreichen anderen nationalen Minderheiten. Und im Grunde setzt da auch die deutsch-sozialdemokratische Kritik an, macht daraus einen richtigen, gerechten Nationalitätenbundesstaat. Das war damals nicht der Fall, obwohl es Ansätze dazu gab. Stalin hat das 1926 zu Beginn seiner Spitzenkarriere in der Sowjetunion noch einmal sehr schön in dem Satz zusammengefasst, die Tschechoslowakei sei der Staat des nationalen Sieges der Tschechen. Und das ist vielleicht etwas hart ausgedrückt. Man wird da vielleicht auch noch die eine oder andere Einschränkung und Fußnote dazu machen. Aber das traf es schon. Auch Karl Renner, einer der führenden österreichischen Sozialdemokraten, hat auf einem Vortrag in Prag ungefähr zur gleichen Zeit das auch gesagt, mit einer mahnenden Haltung gegenüber den deutschen Sozialdemokraten in Prag. Man müsse akzeptieren, dass die anderen jetzt die Mehrheit hätten. Das ist also schon mal Fakt. Nur die Frage, wie gestaltete man den nationalen Sieg der Tschechen aus? Sollte es Hegemonie über alle anderen sein, die nur Minderheiten sein durften? Oder ging es, wie Jaksch das als Koalitionsabgeordneter 1933 im Prager Parlament sagt, sollte es besser gehen um Verständigungspolitik, um Einsicht auf beiden Seiten, um Verzicht auf überheblichen, krankhaften Nationalismus, um gegenseitige Loyalität? Jaksch bringt hier das Vorbild der Schweiz mit ihren unterschiedlichen Nationalitäten, die schon damals recht gut miteinander umgingen. Ein Vorbild, das übrigens Masaryk und Beneš, die tschechischen Führer der Tschechoslowakei, schon auf der Versailler Friedenskonferenz ihrerseits thematisiert hatten. Das wäre also ein utopisches Ziel gewesen, das aber leider nicht erreicht wurde. Nach dem Ende der Tschechoslowakei, insbesondere durch Hitlers Aggressionspolitik, ist Jaksch also ins Exil geflüchtet und schreibt sofort ein Heft, das wiederum eine Utopie in den Blick nimmt. Während Hitler eigentlich in Europa immer mächtiger wird, schreibt er ein Programmheft mit dem Titel »Was kommt nach Hitler?« Also er ist nicht davon überzeugt, dass dieser Diktator sich würde halten können. Allerdings hat diese Broschüre auch problematische Aspekte, denn Jaksch schlägt zur Regelung der Nationalitätenverhältnisse unter anderem auch in der Tschechoslowakei durchaus die Anwendung des Systems eines organisierten Bevölkerungsaustausches vor. Wer soll da gehen?
Tschechen aus den Sudetengebieten oder Deutsche aus tschechischen Gebieten. Es bleibt etwas unklar. Wichtig ist aber, da man ihm später aufgrund dieser Broschüre vorgeworfen hat, er hätte ja selber im Grunde die Vertreibungspolitik propagiert, die dann später von Benesch und anderen gegenüber den Sudetendeutschen angewendet worden sei, dass man diese Forderung im Zusammenhang sehen muss. Er spricht gleichzeitig weiter von Minderheitenschutzabkommen, von einer europäischen Föderation, von wirtschaftlicher Integration, sodass klar wird, es geht hier allenfalls um sehr begrenzte Bevölkerungsaustauschmaßnahmen, nicht um die vollständige Beseitigung einer bestimmten nationalen Gruppe. Man könnte das hier auch noch auf Vorläufer und Parallelen hin besprechen. Das überlasse ich vielleicht der Diskussion, weil wir ein bisschen auch immer auf die Zeit achten sollten. Und deswegen verweise ich hier nur darauf, dass Jaksch, ähnlich wie Edvard Beneš und andere tschechische Politiker, in London ja zunächst gemeinsam begrüßt und aufgenommen werden als Hitlergegner. Sie gehören im Grunde alle zur Anti-Hitler-Koalition, auch Wenzel Jaksch und seine Sozialdemokraten. Aber indem sich die früheren Koalitionspartner Jaksch und Beneš eigentlich immer stärker in Konfrontation begeben, werden die sudetendeutschen Sozialdemokraten aus diesem Anti-Hitler-Bündnis immer stärker an den Rand gedrängt. Am Ende sind sie eigentlich eher unerwünschte Zaungäste in London gegen Ende des Zweiten Weltkriegs. Woran liegt das? Es liegt zum einen daran, dass Wenzel Jaksch auch im Weltkrieg weiterhin für das Selbstbestimmungsrecht auch für seine sudetendeutsche Volksgruppe eintritt. Was könnte das bedeuten? Es könnte bedeuten, dass man eine Autonomieregelung innerhalb der Tschechoslowakei anstreben würde, wie sie auch in den 30er Jahren schon diskutiert worden ist. Es könnte aber auch bedeuten, dass die Sudetendeutschen sich für einen Anschluss an ein demokratisches Deutschland würden entscheiden dürfen. Und das war für die tschechische Seite zu jener Zeit nicht mehr diskutabel. Stattdessen muss Jaksch wie andere deutsche Sozialdemokraten auch beobachten, dass Beneš und der tschechische Nationalrat immer stärker Richtung Zwangstransferpläne geht, die die tschechoslowakische Exilregierung dann auch mit den großen Alliierten, mit den USA, mit Großbritannien und dann auch mit der Sowjetunion abstimmt im Laufe des Weltkriegs. Dagegen richtet er sich massiv. Er will keine ethnische Säuberungspolitik als Neuregelung eines Nachkriegseuropas, stattdessen eben den Geist der europäischen Solidarität. Damit steht er, muss man so feststellen, leider auf ziemlich verlorenem Posten gegen den Trend der Zeit. Und wenn man als Deutscher so argumentierte, selbst wenn man ein ausgewiesener Hitlergegner war, war es eben schwer in einer Situation, wo Deutschland auf der Seite seiner Gegner so viele Kriegsopfer verursachte, wo Deutschland auch international viel beachtete Gewaltmaßnahmen wie die Massaker in Lidice und anderswo zu verantworten hatte. Von der Judenverfolgung wurde damals noch nicht so stark gesprochen wie später. Es war jedenfalls schwer, als Deutscher, selbst als sauberer Deutscher, wenn ich das mal so vereinfachen darf, gegen diesen Trend anzuargumentieren. Das rächt sich dann auch. Wenzel Jaksch muss bis 1949 in London bleiben. Er darf in die Tschechoslowakei ohnehin nicht zurück, weil die zurückgekehrte Exilregierung ihn dort gar nicht mehr haben will. Und er bekommt von den Briten auch lange die Erlaubnis, nicht ins besetzte Westdeutschland einzureisen. Erst 1949 macht ein alter Exilgenosse, der spätere SPD-Parteivorsitzende Erich Ollenhauer, das für Jaksch möglich. Im Grunde führt das dazu, dass viele ehemalige Nazis sowohl unter den Westdeutschen als auch unter den Sudetendeutschen viel früher politisch aktiv werden konnten in der Bundesrepublik als dieser aufrechte Sozialdemokrat, den man quasi im Exil festgehalten hat. Jaksch geht eigentlich nach 1945 produktiv mit seiner Niederlage im Streit mit Beneš
um die Vertreibungspolitik um. Er versucht, sagen wir mal, langfristige Entwicklungslinien für eine solche Politik der Vertreibung, die ja nicht nur die Tschechoslowakei betraf, sondern zahlreiche Länder, insbesondere in Mittel- und Osteuropa, schwer betraf, in einem Abriss der Geschichte der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts einmal nachzuzeichnen. Das ist eigentlich sein publizistisches Hauptwerk, Europas Weg nach Potsdam. Zugleich attackiert er auch Beneš weiterhin, der ja noch bis 1948 Präsident der Tschechoslowakei bleibt, weil Jaksch im Grunde auch einen Zusammenhang sieht zwischen der Vertreibungspolitik der Deutschen und der Auslieferung der gesamten Tschechoslowakei an die kommunistische Herrschaft und an die sowjetische Oberherrschaft. Das ist auch nicht völlig von der Hand zu weisen, dass es hier Zusammenhänge gibt, die wir diskutieren können. Hinsichtlich der späteren Entspannungspolitik der Bundesrepublik unter den Regierungen Brandt und Schmidt vor allem gegenüber den kommunistischen Ostblockstaaten wäre Jaksch höchstwahrscheinlich äußerst kritisch gewesen, soweit wir das aus seinen Positionen bis 1966 ablesen können. Also so etwas wie diese Begegnung zwischen Helmut Schmidt und Gustav Husak hätte es mit Jaksch Zustimmung nicht geben dürfen. Jaksch hat den jungen Helmut Schmidt wegen dessen erster Begegnung mit Husak 1966 auf einer Pragreise des damals noch aufstrebenden Sozialdemokraten Schmidt scharf kritisiert. Und es ist dann immer wieder auch diskutiert worden, ob es Austrittspläne Jakschs aus der SPD gegeben hätte, die nur durch seinen Tod vereitelt worden seien. Das müssen wir offen lassen. Aber das Verhältnis des sudetendeutschen Sozialdemokraten Jaksch zur, wenn Sie so wollen, reichsdeutschen oder westdeutschen Sozialdemokratie, die ja im Grunde andere Wurzeln hat, eine eigene Partei organisierten, wo er immer ein bisschen auch ein Fremder war, obwohl er als Genosse akzeptiert wurde. Dieses Verhältnis war zweifellos ambivalent. Vielleicht ist dieses Bild von Jaksch und dem mit verschränkten Armen da sitzenden Willy Brandt ja durchaus symbolisch. Einerseits wurden die Vertriebenen und vor allem auch die vertriebenen Sozialdemokraten von der SPD sehr gebraucht. Sie wurden insbesondere in den frühen 60er Jahren auch aktiv umworben. SPD-Führer wie Willy Brandt oder Herbert Wehner haben sich um die Vertriebenen sehr bemüht. Das ist also ein relativ enges Bündnis. Nur kurz zuvor, ich glaube so 1958, hat Wenzel Jaksch aber schon mit Parteiaustritt aus der SPD gedroht, weil er vertriebenen Interessen nicht hinreichend repräsentiert sah. Also insofern sehen Sie, dass es da auch massive Spannungen gab und dass es keine einheitliche Entwicklungslinie in diesem Verhältnis gab. Dabei will ich es vielleicht mal belassen und noch auf einen anderen Gesichtspunkt kommen, nämlich auf den vertriebenen Politiker Wenzel Jaksch. Sie sehen ja hier links Vertreter des Präsidiums des BDV, des Bundes der Vertriebenen, mit dem damaligen Präsidenten Jaksch an der Spitze, zusammen mit dem damaligen Bundeskanzler Ludwig Erhard, links vorn. Und man kann sich vor allem fragen, wer sind die Herren im Hintergrund? Denn Wenzel Jaksch, das habe ich ja auch in dieser Studie, die Herr Oellermann schon erwähnt hat, Funktionäre mit Vergangenheit, vor einigen Jahren etwas näher beleuchtet mit einigen Kollegen. Wenzel Jaksch ist im Grunde auch so eine Antifaschistin für die Führung eines Verbandes, in dem wesentlich frühere Nationalsozialisten in Führungsämtern aktiv waren. Und das führt uns zu einer weiteren, ja, wo auch noch ein NS-Skandal quasi Jakschs Vorgänger als vertriebenen Präsident und zugleich auch noch als bundesvertriebenen Minister, ein CDU-Politiker namens Hans Krüger, 1964 zu einem schmählichen Rücktritt gezwungen hat. Also Sie sehen, Jaksch mit seiner
Exilvergangenheit mit seiner sozialdemokratischen und antifaschistischen Vergangenheit verdeckt im Grunde solche braune Flecken ein wenig. Das ist also sicherlich kein Zufall, wenn auch nicht der einzige Grund, weshalb er dann von ehemaligen Nazis zum V-Präsidenten gewählt wurde. Wichtig ist aber auch, dass das mit Netzwerk- und Bündnisstrategien von Wenzel Jaksch in der Bundesrepublik selbst zu tun hatte. Und da gibt es sehr unterschiedliche Netzwerke, innerhalb derer wir ihm begegnen. Die sozialdemokratischen Netzwerke sind klar, ich habe das schon angesprochen. Das sind auch stark, gerade bei den Leuten, mit denen er näher zu tun hat, starke gemeinsame Exilvergangenheiten, wie bei all diesen Leuten, Ollenhauer, Brandt, Wehner. Es gibt aber auch sudetendeutsche Netzwerke, die sich bei Jaksch keineswegs auf Sozialdemokraten beschränken, sondern wo er, ähnlich wie schon 1938 mit diesem Herrn Lotschmann, den ich vorhin erwähnte, durchaus Bündnispolitik bis ziemlich weit rechts betreibt. Ein wichtiger Bündnispartner, den er, weil er eine ganze Generation jünger ist, auch quasi in der BDV-Führung der 60er Jahre eindeutig fördert, ist zum Beispiel der sudetendeutsche Rudolf Wollner, ein früherer SS-Führer, dessen Vater Georg Wollner ein relativ prominenter sudetendeutscher Naziführer gewesen ist, lange Zeit Kreisleiter von Pilsen gewesen ist während des Zweiten Weltkriegs und damit im Grunde der Nazi-Statthalter ausgerechnet in Jakschs früherem Wahlkreis, den er vor Hitler hat flüchtend verlassen müssen. Es gibt dann auch noch weitere Netzwerke, etwa im vertriebenen politischen Bereich, die genauso übergreifend bis weit nach rechts sind und auch europäische Netzwerke. Die können wir uns abschließend noch mal kurz anschauen. Ich will mich hier mal auf Alfred Gille beschränken. Alfred Gille ist ein ehemaliger NS-Bürgermeister aus Ostpreußen, der dann in der Bundesrepublik Sprecher der Landsmannschaft Ostpreußen war und auch Mitglied des BDV-Präsidiums war, auch ein ehemaliges NSDAP-Mitglied. Er wird zu einem Duzfreund von Jaksch durch gemeinsame politische Kooperation im Bundestag. Und er ist auch einer von den Ex-Nationalsozialisten, die Jaksch quasi den Weg zur BDV-Führung ebnen, Mitte der 60er Jahre. Was Jaksch vermutlich nicht wusste, ist, dass Gille einer der am schwersten belasteten vertriebenen Funktionäre um 1960 war. Denn es ist ihm erfolgreich gelungen, erstaunlicherweise sogar gelungen bei den Sowjets, die ihn zeitweilig in Kriegsgefangenschaft hatten, seine Tätigkeit als Gebietskommissar in der besetzten Ukraine und in Weißrussland. Also er war so eine Art NS-Statthalter dort unter Leuten wie dem berüchtigten Gauleiter und Reichskommissar Koch zu verschleiern. Und auch in der Bundesrepublik ist das nie thematisiert worden. Also nehmen wir mal an, dass Jaksch es nicht wusste. Aber dieser Gille ist dann schon eine sehr problematische Figur als Bündnispartner. Und das erleben wir dann auch bei diesen westeuropäischen, vor allem französischen Bündnispartnern, die Jaksch als vertriebenen Präsident mit an Bord holt. Da geht das Bündnis von Mitte rechts bei diesem Colonel Battisti, der Vorsitzender eines Verbandes ist, der vertriebene Algerien-Franzosen in Frankreich repräsentiert, bis nach ganz rechts außen bei diesem Monsieur Tixier Vignoncourt, einem ehemaligen Vichy-Staatssekretär, der auch in den 60er Jahren rechts von de Gaulle Politik machte, gegen de Gaulle auch bei den Präsidentschaftswahlen von 1965 erfolglos kandidierte. Also Sie sehen, das ist schon schwierig. Vichy hat Jaksch versucht, ein wenig zu differenzieren. Wir können in der Diskussion gerne mal darauf kommen. Aber das sind schon weit nach rechts ausgreifende Bündniskonstellationen. Wenn man also am Ende fragt, was bleibt von Wenzel Jaksch, wird man diese kritischen Punkte nicht beiseite schieben wollen. Aber man wird doch
vielleicht gerechterweise sehen, dass einige wichtige Errungenschaften auch seinen politischen Lebensweg geprägt haben. Zum einen spielt er eine wichtige Rolle, vielleicht in der DSAP sogar eine entscheidende Rolle, für die Öffnung der Sozialdemokratie von einer Klassenkampfpartei der Arbeiterschaft hin zu einer breit aufgestellten Volkspartei. Was bei der DSAP noch eher Programm, Wunsch, ansatzweise Strategie geblieben ist, die dann durch Hitler zum gewaltsamen Ende gebracht wurde, könnte dann durch das Godesberger Programm der SPD sehr viel nachhaltiger umgesetzt worden sein. Nicht zuletzt mit Jaksch's Mitwirken, der damals dem SPD-Parteivorstand angehört. Der zweite Punkt ist, Jaksch suchte nach europäischen, alternativen Lösungen für nationale Konflikte. Er ist kein Nicht-Nationalist, aber er ist ein gemäßigter Nationalist, der auch das Recht der anderen Seite anerkennt und auf Gründen nach Kompromissen sucht. Und drittens ist er ein Demokrat, lebenslanger Antifaschist und Antikommunist, ein Demokrat, der gegen Diktaturen und auch gegen rechtlose Gewaltpolitik anzugehen versucht hat, so wie er es für richtig hielt. Das hat einige Fehler produziert, würde ich glauben, aber im Wesentlichen ist dieser Kurs hochachtbar. Ich will schließen mit einem Zitat, das Jaksch nur wenige Monate vor seinem Tod publiziert hat, wo er beinahe so eine Art lebenslanges Credo seiner politischen Ausrichtung abgelegt hat. In einem künftigen Europa, so sagte er damals in einer Rede, darf es keine Herrenvölker mehr geben, keine rechtlosen Minderheiten auf der anderen Seite, sondern nur gleichberechtigte Europäer. Das ist natürlich nicht das Europa, das wir heute kennen, mit einer schon sehr stark integrierten EU. Das ist sogar eine ziemlich damals von vielen belächelte Utopie angesichts des eisernen Vorhangs, der sehr dauerhaft schien, mit Atomwaffen auf beiden Seiten bestückt und beschützt. Und doch ist ja dieser eiserne Vorhang 1989-90 beiseite geschoben und durchbrochen worden. Und doch haben wir heute eine EU-Erweiterung seit einigen Jahren und Jahrzehnten, die diese ehemalige Trennung in Ost und West überwunden hat, sodass wir fragen könnten, ist dieser Wunsch von Wenzel Jaksch, dieses Bekenntnis von Wenzel Jaksch heute vollgültig eingelöst? Oder gibt es auch heute, auch innerhalb der EU, zu wenig Toleranz für andere Sichtweisen, zu wenig Bereitschaft zu gemeinsamer Kooperation, zu viel Nationalismen? All das wäre sicher eine Frage, mit der wir in den weiteren Abend würden gehen können. Jedenfalls danke ich Ihnen sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich danke Ihnen sehr herzlich für den Vortrag, den reich bebilderten Vortrag. Und ich darf zum einen, ich sehe schon, es kommen die ersten Fragen rein, ich darf zum einen darum bitten, das Publikum sich mit Fragen zu beteiligen. Wie gesagt, es gibt unten die Funktion der Fragen und Antworten. Ich werde das ein bisschen sammeln und dann können wir das gleich diskutieren. Ich möchte aber jetzt erst einmal ein wenig die tschechische Perspektive auf Wenzel Jaksch hineinbringen. Wir haben ja ganz am Schluss haben wir dieses ja recht problematische Feld gesehen, der Zusammenarbeit mit ehemaligen Nationalsozialisten, mit Menschen mit einer sehr fragwürdigen Vergangenheit im Nationalsozialismus, mit einer gewissen Tendenz auch zu Netzwerke zu bilden, mit Gruppierungen von rechts. Das ist natürlich von der DDR sehr gerne auch aufgegriffen worden. Und da gibt es ja eine sehr starke Kritik auch an Jaksch diesbezüglich. Und diese Kritik gibt es auch in der Tschechoslowakei. Ist ja klar. Tschechoslowakei hat natürlich auch immer geschaut, was macht dieser Jaksch da. Und ich würde jetzt ganz gerne Wladimir Spittler eigentlich fragen, wie er das bewertet. Denn es ist ja nicht so, dass diese Kritik an Jaksch 1989 zu Ende gegangen wäre, sondern das hält sich ja eigentlich bis heute.
Also auch nach 1989 gab es immer wieder Gruppen. Man kann die Kommunistische Partei der Tschechoslowakei, Böhmens und Mährens, also die heutige Kommunistische Partei nennen, die immer mal wieder gerne Wenzel Jaksch aus dem Zylinder zieht, um zu agitieren. Deswegen meine Frage an Wladimir Spittler, was denken Sie, warum tut sich die tschechische Öffentlichkeit noch so schwierig mit diesem Wenzel Jaksch? Takže to je samozřejmě komplexní otázka, ale v zásadě se dá říct, že německé dějiny, zejména 20. století, ale vlastně od druhé poloviny 19. století, jsou mimořádně komplikované a v zásadě se mají mnoho momentů, které vlastně nelze nějakým jednoduchým způsobem posoudit a zařadit na nějaké hodnotové škále, maximálně je lze do určité míry pochopit. A Wenzel Jaksch tím, že se stal předsedou vlastně sudetoněmeckého landsmanšaftu, tak v celém, jaksi v českém vnímání, v ten okamžik byl sudetský Němec, a sudečtí Němci, jak v mýtu, tak i prostě v té přímé zkušenosti, byli ti, kteří se postavili proti republice a rozvinuli prostor nebo rozvinuli pohyb, který nakonec vedl, byl součástí prostě vypuknutí války a zkázy a tak dále. Čili z tohohle hlediska ta jeho pozdější činnost zakryla to, co byl ve 30. letech nebo v první polovině 20. století, totiž sociální demokrat, mimořádně nadaný žurnalista a mimořádně schopný pozorovatel sociálních problémů, zejména tedy v německojazyčném pohraničí. To je jasné. Myslím si, že že v tomto směru je vlastně Jaksch na stejné lodi, nebo respektive je na něj nahlíženo stejně jako na německé sociální demokraty, sudeto německé sociální demokraty, kteří se tak jaksi odhodlaně a s velkými obětmi postavili proti Hitlerovi. Protože i to je překryto tou jednou vrstvou dějin, která určitý moment byla daleko silnější než sociální demokracie. Takže z tohohle hlediska podle mě Wenzel Jaksch je součást výkladu dějin a prožitku dějin, tak jak se v tomto období odehrál. Si uvědomme, že třeba jak mimořádný čin byl tehdy našeho předsedy sociální demokracie Paroubka, když jsme uznali zásluhy sudetoněmeckých sociálních demokratů v boji za svobodu a v boji proti Hitlerovi. Jo. To bylo téma, které jsme rozvíjeli ještě v době, kdy jsem byl já předseda sociální demokracie a připravovali jsme se k tomu, pak tedy už jsem nebyl předseda, ale přesto strana a Jiří Paroubek to převzali a udělali ten zásadní krok, který v té době, proto se odehrál tak pozdě, protože vyžadoval politickou odvahu. Ovšem na druhé straně je zajímavé, že v okamžiku, kdy se tento krok odehrál, tak vlastně na odpor žádný nenarazil a byl akceptován a pochopen jako v tom historickém kontextu. Takže to je podle mě jeden problém. Druhý pohled, když se podíváte na Wenzela Jaksche jako na člověka, tak vidíte, že to byl opravdu člověk, který nezapadal. Byla to jaksi houževnatá, komplikovaná osobnost, kterou i ani jako osobnost nebylo snadné zařadit do jakékoliv škatulky a která se dostávala do konfliktů s nejrůznějšími
s nejrůznějšími politickými protivníky naprosto i nečekaně, jo? Nebo jakoby mimo takový běžný vývoj. Čili to si myslím, že je další moment. A další důležitý moment, který tam hraje roli v jeho výkladu, je to, že se postavil proti východní politice. Jo? To samozřejmě hrálo roli a hrálo to roli pro Československo, protože to samozřejmě snadno zase vytvářelo nebo usnadňovalo vytvářet obraz nepřítele. A protože východní politika je vlastně politikou, řekněme, konce 60. let a politikou 70. let, a to je období, které je, vy, kteří máte větší znalosti českého kontextu, tak pro mě je to mnohdy až tíživé, tak prostě ta 70. léta se podivuhodným způsobem vtiskla do vědomí, politického vědomí, a věci, které tehdy byly intenzivní, tak ku podivu zůstávají nebo jsou často intenzivní i doposud, včetně onoho snu o mohutných jaderných elektrárnách. Jo. Jakoby do určité míry paradoxně je to období, které je chápáno jako vlastně nikoli jako období úpadku nebo prožíváno. Takže to si myslím, že jsou důvody, proč je postava Wenzela Jaksche doposud zastřená a málo akcentovaná, málo vnímaná, vlastně i málo zkoumaná. A když bych to měl shrnout úplně jednoduše, tak to byl mimořádně zajímavý, avšak komplikovaný člověk v mimořádně komplikované době. A tak, jak jsem předtím hovořil o tom, že celá řada událostí není vlastně zařaditelná do nějakého spolehlivého schématu, tak ani jeho postava není zařaditelná do nějakého spolehlivého schématu. A pro mě třeba je opravdu, nemůžu říct jinak, než rušivé ten jeho kontakt k francouzské pravici. To mi sice chápu linii, že ti, kteří museli utéct a byli vyhnaní z Alžírska, představovali podobnou zkušenost, která měla smysl, ale která měla pro Wenzela Jaksche jaksi prožitý smysl, ale ta extrémní pravice, která byla propojená s Vichy, tak to jsou třeba pro mě věci, které jsou velmi, velmi obtížně pro mě vyložitelné. Já mohu opravdu říct, že jsou rušivé. Čili to jsou podle mě důvody. Jo. Velká osobnost s komplikovaným politickým životem. No a proč by měl smysl, proč má smysl i v české debatě, no protože, a bude mít asi smysl v české debatě, no protože právě je to významná osobnost, která ukazuje, že osud a pohyb člověka dějinami není jednoduchý, že se nedá popsat nějakým jednotném politickém schématu nebo hodnotovém schématu a že nakonec zůstaneme před člověkem a nejsme si jisti. Jo. Tak právě ta nejistota a komplikovanost podle mě z něj dělá pro další zkoumání velmi zajímavou postavu. Nehledě k tomu, že Ludvík Čech a Wenzel Jaksch jsou takové zřetelně nejvýraznější postavy tohoto období v německé sociální demokracii u nás. Takže to je můj pokus o interpretaci z českého hlediska, i když dlužno uznat, že Radka Šustrová by byla člověk s daleko hlubším vhledem, než je můj. Ja, vielen Dank für die Einschätzung. Das,
Das fand ich ganz, ganz interessant, weil das ja auch so ein bisschen die Frage beantwortet, was uns dieser Wenzel Jaksch eigentlich heute noch sagen kann, so als historische Figur. Also ich finde immer, und das haben Sie jetzt ja gesagt, Herr Spittler, also ein ganz interessanter Punkt ist eben, er steht ja doch als Führer oder als Vorsitzender dieser sudetendeutschen Sozialdemokratie in der Tschechoslowakei, im Exil, aber natürlich dann auch in der Bundesrepublik schon auch für Alternativen. Das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt, gerade auch in der Tschechoslowakei, wo es ja auch über viele Jahrzehnte die Erzählung gegeben hat aus eher rechten Kreisen, dass sich Deutsche und Tschechen eigentlich nur gegenseitig auf die gehauen und geschlagen haben. Aber letztlich ist es ja schon so, dass es eben auch immer andere gegeben hat. Es hat immer auch Alternativen gegeben und Sie, Herr Schwarz, haben es ja auch gerade betont, er war Demokrat, denke ich, durch und durch. Ganz klarer Gegner auch von gewalttätigen Lösungen. Das finde ich, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt eigentlich an der Figur Wenzel Jaksch, dieses klare Europabekenntnis. Das war, finde ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt im Vortrag, weil geschah ja schon zu Zeiten, in denen es nicht wirklich üblich war, auf Europa zu setzen. Das hat er eben schon getan und dann eben auch wirklich diese Alternativen aufzuzeigen im deutsch-tschechischen Verhältnis. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich schaue mal in die Fragen, die es gibt. Also zum einen schreibt uns die Tochter Wenzel Jaksch, die ich hier herzlich begrüßen darf. Auch der Sohn ist zugegen. Mary Jaksch schreibt, ich denke fast aus Neuseeland, denn sie leben eigentlich in Neuseeland. Also ich möchte nicht wissen, welche Uhrzeit da jetzt gerade herrscht. Sie fragt eben, warum Wenzel Jaksch noch so relevant ist in unserer heutigen Zeit. Das haben wir schon ein wenig beantwortet, aber ich glaube, man könnte das noch ein wenig vertiefen. Ich weiß nicht, ob vielleicht Wladimir Spittler, ich glaube, es ist eine Frage durchaus an beide, oder Michael Schwarz zuerst. Warum ist dieser Wenzel Jaksch in der heutigen Zeit noch so relevant eigentlich? Vielleicht mal Michael Schwarz diesbezüglich. Okay, ja, vielen Dank. Auch Herrn Spittler, herzlichen Dank für die interessanten Gedanken, die man hier auch noch mit aufgreifen kann. Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Dinge. Zum einen ist Wenzel Jaksch, das wurde ja auch schon in Herrn Spittlers Antwort oder Beitrag vorhin deutlich, immer noch wesentlich für das deutsch-tschechische Verhältnis. Er ist sozusagen ähnlich wie in der früheren DDR, wo das aber mittlerweile langsam verloren gegangen ist, immer Feindbild, weil das über Jahrzehnte sowohl durch die nationalistischen Kräfte in der Tschechoslowakei, zu denen am Ende auch Benisch zählte, und kommunistischen Propaganda auch gepflegt worden ist als Feindbild. Also man hat den Eindruck, Jaksch war für die kommunistischen Machthaber viel gefährlicher als alte rechte Nationalsozialisten, weil er, wenn man um die Hintergründe wusste, ja eine Alternative dargestellt hatte. Und umso schärfer wurde er als Revanchist, als jemand, der im Grunde schon fast so eine Art Sozialfaschist geworden in der kommunistischen Propaganda dargestellt. Interessant ist ja, dass das spiegelbildlich mit der Figur Benesch in der deutschen Erinnerung ähnlich gelaufen ist. Auch Benesch ist zumindest für sudetendeutsche Vertriebene lange ein Feindbild oder eine Reizfigur gewesen. Und auch da hat man im Grunde eine sehr komplexe, auch sehr interessante Persönlichkeit runtergebrochen auf ganz wenige Grundzüge, teilweise tatsächliche Grundzüge, teilweise extrem verzerrte. Also im Grunde spiegeln diese beiden Figuren, Jaksch und Benesch, die ja lange zusammengearbeitet haben, das war mir auch ein Anliegen, das heute noch einmal deutlich zu machen. Sie waren fast ein Jahrzehnt lang Koalitionspartner und haben das anfangs im Londoner Exil auch fortzusetzen versucht. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, anhand dieser beiden Figuren eine neue Bewertung der deutsch-tschechischen Geschichte im 20. Jahrhundert auch zu versuchen und da zu werden, als das eine polarisierte Erinnerung auf beiden Seiten lange geblieben hat. Und
Jaksch und die Sudetendeutsche Landsmann. Das ist schon schwierig. Vielleicht mal ein Wort Notland, etwas, was zunächst ja auf die sudetendeutschen Sozialdemokraten Anwendung gefunden hat nach ihrer Flucht aus der besetzten Tschechoslowakei. Aber Jaksch hat auch ein Verständnis von Notgemeinschaft für alle Vertriebenen gehabt. Nach der Vertreibung müsse man zusammenhalten, müsse man zusammenarbeiten. Und auf diese Weise kommt er zu Bündnissen, die nur teilweise positiv gesehen werden können. Die Ostpolitik ist auch so ein Punkt. Herr Spittler, Sie haben gesagt, er sei gegen die Ostpolitik der späten 60er und der 70er gewesen. Da war er natürlich schon tot, aber er wäre dagegen gewesen. Das wird man sagen können, weil das ihm viel zu weit ging. Auf der anderen Seite muss man sehen, das wird auch heute häufig vergessen, Jaksch war einer der bekanntesten SPD-Ostpolitiker der frühen 60er Jahre. Wenzel Jaksch hat nicht einfach Nein gesagt, sondern versucht, eigene Annäherungskonzepte zu entwickeln. Was er auf keinen Fall wollte, war mit den Kommunisten in Entspannung zu gehen. Aber er hätte gerne wirtschaftliche Annäherungen und dadurch auch Annäherungen der Völker befördert. Das hat bis der 60er Jahre auch die überwiegende Zustimmung der bundesdeutschen Politik gehabt und weg. Das vielleicht nur so dazu. Und dann, um noch eine politische Rolle in der Nachkriegsbundesrepublik. Auch dafür ist er, glaube ich, nach wie vor sehr wichtig. Wir haben ja unheimlich viele Aufarbeitungsprojekte. Der BDV war nur eins davon. Es gibt unterschiedliche Projekte, die sich mit NS und Nachkriegsvergangenheiten politischer Eliten in der Bundesrepublik heute stark beschäftigen. Und da spielen eben Vertriebenen-Netzwerke auch eine ganz wichtige Rolle. Da ist eine Figur wie Jaksch unheimlich wichtig und sie wird deswegen auch immer wieder zu einer Figur der bundesdeutschen Nachkriegsforschung. Also das wären vielleicht diese beiden Ansätze, das deutsch-tschechische Verhältnis und die westdeutsche Nachkriegsgeschichte, die mittlerweile neu bewertet, neu untersucht wird. Deswegen fängt man an, sich auch an der Figur Jaksch wieder zu reiben, sich aber auch differenzierter mit ihr auseinanderzusetzen und sich für sie zu interessieren. Ja, vielen Dank. Das ist nämlich auch genau die Motivation natürlich der heutigen Veranstaltung, aber vor allen Dingen auch der Publikation, die wir von Ihnen herausbringen wollen. Wir wollen eben dazu beitragen, zu diesem ja doch bedeutenden Sozialdemokraten ein differenzierteres Bild zu bekommen. Das halten wir für sehr, sehr wichtig, auch gerade in der heutigen Tschechischen Republik. Herr Schwarz, nur ganz kurz ein technischer Hinweis. Bei Ihnen hakt ein wenig das Internet. Deswegen sind Sie manchmal etwas schwer zu hören. Ich glaube, das ist nicht nur bei mir so, sondern bei den anderen glaube ich auch. Urban Überscheren nix. Okay. Also das hakt ein wenig. Müssen wir ein bisschen schauen, wie sich das weiterentwickelt. Ich meine, allzu viel. Sie werden gebeten, noch etwas langsamer zu sprechen, damit man das vielleicht noch so ein bisschen aufholen kann. Aber schauen wir mal. Wir haben ja nicht mehr Stunden vor uns, sondern noch mal ein bisschen kürzere Zeit. Also wir kriegen das wahrscheinlich dann noch irgendwie auch über die Bühne. Es gibt eine Frage an Wladimir Spittler. Ich finde eine sehr interessante Frage, die sich darauf bezieht, ob die Person Wenzel Jaksch denn eigentlich interessant sein kann, wenn es jetzt gerade darum geht, die tschechische Sozialdemokratie wieder auf die Beine zu stellen. Das sei ja vielleicht gerade auch nochmal den Zuhörerinnen und Zuhörern aus Deutschland gesagt, die tschechische Sozialdemokratie mit leider einer deutlichen Niederlage bei den letzten Parlamentswahlen aus dem Parlament, nicht mehr ins Parlament eingezogen. Und das wäre jetzt eben die Frage, kann da so eine Figur wie Wenzel Jaksch eine gewisse Rolle spielen? Ich, das sei nur ganz kurz erwähnt, fand an Wenzel Jaksch immer ganz faszinierend diese Idee des Volkssozialismus, wobei ich da gar nicht so sehr diese Note der nationalen Idee drin sehe, sondern ich fand immer ganz interessant, auch an dem besagten Buch, das er in den 30er Jahren verfasst hat, dass er eben sagt, Sozialdemokratie muss eine Partei aller sein. Das ist meines Erachtens wirklich ein Vordenker der Idee einer sozialdemokratischen Volkspartei. Also ich nenne da mal ein Beispiel, das er da bringt in seinem Buch, das sagt,
Wir können als Sozialdemokratie nicht immer nur Politik machen für die Facharbeiter und können dafür darauf wirken und dafür kämpfen, dass die Facharbeiter den 8-Stunden-Tag bekommen. Wenn der selbstständige Tischler 13 Stunden am Tag arbeiten muss, um einfach seinen Lebensunterhalt zu erlangen. Das finde ich ganz interessant. Also Jaksch sagte schon in den 30er Jahren eigentlich, Sozialdemokratie muss immer ein gesamtgesellschaftliches Konzept haben, muss eigentlich für alle Menschen sprechen. Das finde ich ist wirklich so ein Vorbote der Idee der Volkspartei. Und da sind wir natürlich sehr schnell bei der Frage, wie wird sich die tschechische Sozialdemokratie nun positionieren? Ich meine, sie ist nun natürlich alle sehr weit davon entfernt, eine Volkspartei zu sein. Aber sie hat, so finde ich, in den letzten Jahren auch nicht gerade den Eindruck vermittelt, eine Volkspartei zu sein, also einen gesamtgesellschaftlichen Entwurf bereitzuhalten. Ich schließe da jetzt mal mit ab und richte die Frage an Wladimir Spittler. Was sagt uns Wenzel Jaksch für den Aufbau der tschechischen Sozialdemokratie? Myslím si, že jaksi přímo ne mnoho, jo, ale nepřímo velmi mnoho, protože dokázal být, ty jeho reportáže jsou prostě zásadní sociálně kritické reportáže, čili ukazují postoj sociálního demokrata k sociálním otázkám. To je podle mě jedna linie. Druhá linie, která je podle mě taky jasná, je jeho zásadní demokratický přístup. Že byl opravdu demokrat od začátku až do konce. To je podle mě taky věc, která je podstatná. No a třetí věc, ta všelidová strana nebo lidová sociální demokracie, tak to samozřejmě je cesta, která opustila jaksi striktní marxistickou ideologii a striktní koncepci třídního boje a směřuje k radikálnímu reformismu. Čili z tohoto důvodu je figura, o kterou se dá opřít, protože ukazuje, co je vlastně sociální demokracie. I když si já teda momentálně nemyslím, že sociální demokracie je v aktuálním stavu, může směřovat k ideji Volkspartei, protože prostě ta Nika tady není. Jo? Pro ní bude zřejmě podstatné se definovat jako určitá Niková strana a to, co může být Volkspartei, co je podle mého názoru to generální, to je prostě odpor proti jakémukoliv útlaku. A tady bych vlastně mohl také, byť to je jenom aluze na přístup k národnostní otázce, ale Wenzel Jaksch zásadně odmítl jakoukoliv bezprávnou menšinu. A je momentálně v české politice jistá tendence jaksi vytvářet nebo respektive minimálně akceptovat, že některé skupiny z různých důvodů mají menší práva než jiné. A poslední poznámka z tohoto důvodu vlastně si ho dovedu představit jako jasného odpůrce těch tendencí, které se strašlivým způsobem odehrály v Polsku, kdy během několika let vlastně byly polské ženy vráceny takřka do středověku. Takže alespoň v některých aspektech. Čili jeho přístup jakoby emancipační, to se mi taky zdá, že se o to dá opřít. Ale když to shrnu velmi jednoduše, tak Wenzel Jaksch je příkladem sociálního demokrata politického. Se všema nedostatkama, které sociální demokracie nutně má, ale se všemi přednostmi. To znamená důsledné odmítnutí násilí, důsledné využívání demokracie a odmítání, že jakékoliv skupiny se mají dostávat do nesprávné situace. Mhm. Vielen Dank. Es gibt jetzt hier im Chat oder bei den Questions and Answers
gibt es eine ganze Reihe von Fragen, die sich auch mit dieser Idee des Volkssozialismus und damit aber auch so ein bisschen der Nähe zu nationalen Gesichtspunkten, Fragen eines Volkssozialismus verbinden. Also zum einen gibt es die historische Frage aus dem Publikum an Sie, Herr Schwarz, ob denn diese Nähe, oder die wir dann kennen aus der späteren Zeit, aus der Zeit des Bundes der Vertriebenen, ob es nicht auch einen Vorläufer gegeben hat, schon in den 30er Jahren. Denn, das muss ja, glaube ich, auch gesagt werden, Jaksch hatte dann eine gewisse Nähe in den 30er Jahren oder hat versucht zu paktieren mit dem, sagen wir mal, linken Flügeln der NSDAP um Strasser. Da gab es ja durchaus auch Kontakte. Und ich weiß, Jaksch hat, glaube ich, auch mal ein Vorwort geschrieben für eine Publikation von Strasser. Ja. Das wirkt natürlich auf den ersten Blick auch relativ skurril. Als Historiker wissen wir natürlich, dass man den Menschen auch immer in seiner Zeit verstehen muss und in der Gemengelage seiner Zeit. Von daher vielleicht, ob Sie dazu was sagen können. Und dann an Wladimir Spittler die Frage, ob denn, das zieht sich eigentlich nochmal auf die Idee, auf das Thema, was wir gerade diskutiert haben, ob das denn so ein Volkssozialismus, ein nationaler Sozialismus, Vorsicht, kein Nationalsozialismus, sondern ein nationaler Sozialismus, ob das denn eine Option sein kann in der heutigen Zeit für eine erfolgreiche Politik. Auch dies ist eine Frage aus dem Chat. Aber vielleicht beginnen wir mit Ihnen, Herr Schwarz. Ja, gerne. Ja, natürlich. Ich hatte mich jetzt im Vortrag auf die Kontakte zu einem ebenfalls Vertreter der Sudetendeutschen, Lotschmann von Auen, beschränkt, die ja auch in eine Bündnispolitik münden sollten, die aber letzten Endes dann 1938 nicht mehr funktioniert hat. Otto Strasser ist ein anderes prominentes Beispiel. Das wird dann in meinem Buch auch entsprechend erwähnt werden. Ja, das hängt, ich glaube, das hatte der Fragesteller ja auch noch wissen wollen, durchaus auch mit dem Konzept von Volkssozialismus zusammen. Ich glaube, Jaksch versucht auch schon unterschiedlichen Parteien, die ja durchaus fragwürdige ideologische Konzepte hatten, Wähler oder Mitglieder abzujagen in diesen späten 30er Jahren. Das gilt sowohl für die Kommunisten in der Tschechoslowakei, die das auch beobachten, dass Jakschs Volkssozialismus einen Teil ihrer Wählerschaft anzusprechen droht. Und das gilt auch für linke Nationalsozialisten. Wobei er sich ja natürlich mit Strasser dann eigentlich verrechnet hat, denn der hatte dann auf Deutschland kaum noch Einwirkungsmöglichkeiten, war ja selbst im Exil. Und im Grunde ist ja dieser linke NS-Flügel auch mit Otto Strassers Bruder Gregor Strasser und dessen Ermordung 1934 massiv geschwächt worden. Das muss man ganz klar sehen. Insofern war das wahrscheinlich eine Fehlkalkulation. Auf der anderen Seite, in dem besagten Vorwort, das Jaksch für ein Buch Strassers 1909, glaube ich, geschrieben hat, verweist Jaksch ausdrücklich auch auf den Humanismus Tomasz G. Masaryks. Also es ist jetzt keine nationalistische Bündnispolitik nur unter Deutschen. Übrigens unter deutschen Hitlergegnern, denn damals war ja Otto Strasser auch Hitlergegner. Sondern da wird zumindest von Jaksch auch die Volte hin zur tschechischen Seite geschlagen. Ob das ideologisch dann wirklich im Einzelnen funktioniert hätte, muss man sehr näher prüfen. Aber ich glaube, das ist als Signal in diesem Vorwort schon sehr interessant. Beim Volkssozialismus, Herr Oellermann hatte ja darauf hingewiesen, geht es zum einen tatsächlich darum, von der Klassenkampf- und von der Klassenpartei, von einer reinen proletarischen Arbeiterpartei, die zwangsläufig Minderheitspartei bleiben musste in einer Gesellschaft, zu einer gesellschaftlich mehrheitsfähigen Volkspartei zu werden. Das ist richtig. Es kommt allerdings auch der Gesichtspunkt der Nation und des nationalen Interesses in Jakschs Volkssozialismus mit hinein. Er zitiert ja später auch einmal, glaube ich, Léon Blum, eine sozialistische Gesellschaft könne eigentlich nur in einer freien Nation aufgebaut werden. Das ist nun relativ französisch gedacht.
in der Vielvölkersituation ist das mit der Freiheit der Nationen natürlich komplizierter. Und wir haben gesehen, wie Jaksch darauf versucht hat, auch Antworten zu geben innerhalb des Vielvölkerstaates Tschechoslowakei. Aber ich glaube, diesen nationalen Aspekt bei diesem Volkssozialismus der 30er Jahre, der ja auch auf die nationalistische Agitation der Henlein-Partei und Hitlers versucht, Antworten zu geben, die Leute von dieser Verführung abzuziehen, den sollte man nicht unterschätzen. Vielen Dank. Vielleicht noch Wladimir Spittler zu der Frage, ob diese Idee des Volkssozialismus, die man sich ja historisch vorstellen muss, das ist ja heute eigentlich keine wirkliche Begrifflichkeit mehr, also gerade auch der Begriff existiert ja heute so an sich nicht mehr, aber welche Option das sein kann für die Gegenwart, für die tschechische Sozialdemokratie, aber natürlich vielleicht auch etwas darüber hinaus gedacht. Podle mého názoru je to krajně riskantní pohyb, jo? Protože co to je folk, jo, nakonec. A v české diskuzi je strašně silně přítomný etnocentrismus a musím říct, že se velmi silně dá rozvíjet idea velmi snadno sociální stát, ale jenom pro někoho. A takže podle mého názoru s tím musí sociální demokracie velmi, velmi opatrně zacházet. A nevidím to jako příliš nosnou myšlenku, protože narážíme na zcela otevřený pojem, co si vlastně pod tím národem a národním představovat. Čili po mém soudu, když si představím politický národ, který je jakoby neetnický a je založen na občanském principu, tak jistě v rámci nějakých státních hranic to může být dílčí obce, ale dohromady si myslím, že to je pro sociálně demokratické hnutí značně nebezpečné. Ja, vielen Dank. Ich hätte noch eine weitere Frage, die sich primär an Michael Schwarz richtet. Wir haben darüber gesprochen, dass Wenzel Jaksch, hätte er noch gelebt, wahrscheinlich diese neue Ostpolitik nicht gut gefunden hätte, weil sie ihm zu weit gegangen wäre. Ich frage mich immer, waren es aber nicht gerade solche Leute wie Jaksch, und es gibt ja weitere sudetendeutsche Sozialdemokraten, es gibt ja auch Sozialdemokraten aus anderen Vertreibungsgebieten, heutigen Polen zum Beispiel, sind das nicht dann doch wieder Leute eigentlich, die in der Zeit nach 1945, in der Zeit nach 1949, also in der Bundesrepublik, dann vielleicht doch wieder die Perspektive für eine Zusammenarbeit mit Ostmitteleuropa öffnen? Das finde ich immer ganz interessant eigentlich dabei, weil das waren ja, wenn man sich anschaut, sagen wir jetzt so Sozialdemokraten, die klassischen, die bedeutenden, das waren ja Leute, die, also jetzt aufgrund ihrer eigenen Geschichte eigentlich keine Erfahrung hatten, was eigentlich Minderheiten sind, was das bedeutet, in einem Staat mit Minderheiten zu leben, die auch im Großen und Ganzen keine Erfahrung hatten mit Ost- und Mitteleuropa. Und jetzt frage ich mich gerade, sind da nicht doch Leute, so Leute wie Jaksch, auch wenn die letzte Form ihm dann vielleicht nicht gefallen hätte, doch wieder so gewisse Schrittmacher dahingehend, dass es diese neue Ostpolitik gegeben hat? Vielleicht Michael Schwarz, wenn Sie dazu was sagen können. Ja, grundsätzlich würde ich dem zustimmen. Die Frage ist, wie weit Jaksch konkret hätte gehen wollen und können. Das lässt sich natürlich nicht beantworten. Die Behauptung, dass er die SPD wahrscheinlich 1969 genauso verlassen hätte wie sein SPD-Bundestagskollege und Nachfolger als BDV-Präsident, Reinhold Ries, die ist ja im Wesentlichen vom politischen Gegner gemacht worden, also von CDU-Politikern in den 70er Jahren oder später. Sie hat eine relative Plausibilität, aber man kann es eben nicht sagen, weil Jaksch, anders als Ries, ja, wenn Sie so wollen, ein lebenslanger Sozialdemokrat war. Ries ist ein Nachkriegssozialdemokrat, bürgerlicher und übrigens auch völkischer, nationalistischer Herkunft,
der erst nach 1945 zur SPD gefunden hatte. Jaksch hingegen hängt mit seinem ganzen Leben, mit seinem ganzen Werdegang an der Sozialdemokratie, vor allem natürlich an der Sudetendeutschen, aber auch mit der SPD verbanden ihn ja bestimmte Dinge, nicht nur eine Nachkriegskarriere machen zu können, sondern auch diese gemeinsamen Exilerfahrungen, die waren, glaube ich, sehr wichtig. Und deswegen kann man einfach nicht sagen, ob er ähnlich wie Rees einfach dann die Partei gewechselt hätte. Das ist, glaube ich, zu kurzschlüssig. Wie weit er in dieser Ostpolitik gegangen wäre, ist schwer zu sagen. Ich habe vorhin schon mal kurz angesprochen, dass er ja selbst aktiver Ostpolitiker war. Er hat im Wesentlichen einen Konsens im Bundestag, glaube ich, 1961 mit herbeigeführt, der erste Öffnungsschritte gegenüber den ostmitteleuropäischen Staaten eingeleitet hat. Aber er wollte vor allem eine Annäherung der Völker, keine Akzeptanz der kommunistischen Regierung. Und da bricht sich das natürlich ein wenig. Seine Auseinandersetzung mit Helmut Schmidt 1966 ist ja auch ganz bezeichnend. Zum einen greift Jaksch den jungen Helmut Schmidt an wegen seines Treffens mit Husak. Wie kann man als Sozialdemokrat einen Kommunisten treffen? Und zum anderen kritisiert er aber auch, dass Helmut Schmidt unkritisch von einem tschechoslowakischen Volk gesprochen habe und wirft ihm absolute Ahnungslosigkeit vor. Denn im Grunde verweist Jaksch da auf den Vielvölkerstaatscharakter der Tschechoslowakei, den ja wenig später Husak dann auch selber bestätigt hatte, als er dann eine autonome slowakische sozialistische Republik eingerichtet hat. Also da haben wir natürlich auch das Problem, Jaksch fühlt sich als Experte für mittelosteuropäische Verhältnisse, weil er dort her stammt und jahrzehntelang Einblick hatte. Die neue sozialdemokratische Führung, die da am Beispiel Helmut Schmidt quasi schon den Generationswechsel vorbereitet, hat solche Ahnung überhaupt nicht und will sie vielleicht auch nicht haben. Und da kommen dann zwei Gegensätze zusammen. Die Streitfrage, akzeptieren wir die Kommunisten als Verhandlungspartner? Und zweitens, nehmen wir eigentlich die historischen und gegenwärtigen Verhältnisse in Ostmitteleuropa wirklich ernst oder haben wir eigentlich nur so ein Wunschbild aus der Ferne? Das wäre eine spannende Auseinandersetzung um 1970 gewesen, wenn Jaksch noch daran hätte teilnehmen können. Ja, vielen Dank für diese Einschätzung. Ich möchte noch eine Frage nachschieben, auch an Sie, Herr Schwarz, eher, weil es auch eher die Nachkriegszeit in Deutschland betrifft. Und zwar, klar, es gibt den Vorwurf, es ist natürlich so, dass der Jaksch zuletzt dann auch die Fühler sehr weit nach rechts ausgestreckt hat, um Netzwerke zu bilden und Bündnisarbeit zu machen. Aber ich glaube, was man ja auch nochmal sagen muss, das ist zumindest meine Einschätzung, Sie mögen das korrigieren, anders sehen, das ist ja auch ein bisschen sozialdemokratische Politik und Strategie in dieser Zeit. Weil die Sozialdemokratie, die deutsche Sozialdemokratie sagt ja bewusst nach 1945, man will eben nicht mehr Staat im Staate sein, also eigene Organisationen gründen zu allen Lebenssituationen, sondern man will eigentlich in die Organisationen geben, die gesamtgesellschaftlich sind, will die mitbestimmen, will da eben Politik machen. Und das führt ja logischerweise dazu, dass man dort dann mit den Leuten zusammenarbeiten muss, die eben eine nationalsozialistische Vergangenheit haben. Das bleibt ja gar nicht, kann ja eigentlich nicht ausbleiben, ist ja klar. Deswegen, ich finde, es ist ein bisschen schwierig, so aufzusplitten. Wo überschreitet Jaksch da vielleicht die Grenze? Ja, weil wie gesagt, das ist ja gang und gäbe, dass Sozialdemokraten, auch andere, eben den, sagen wir mal, ehemaligen Nationalsozialisten, vielleicht immer noch Rechten, eben nicht das Feld überlassen wollen in diesen gesellschaftlichen Organisationen und eben keine eigenen sozialdemokratischen Organisationen der klassischen Arbeiterbewegung gründen. Aber wo gibt es da irgendwo gibt's einfach eine Grenze, die man da festziehen kann?
Das ist eine spannende Frage. Ich würde vielleicht mal so zu antworten versuchen. In der frühen Bundesrepublik gibt es anfangs ja keine Volksparteien, sondern eine starke Parteienzersplitterung. Langsam kommen wir im Deutschen Bundestag dahin zurück. Erst der zweite und der dritte Bundestag sind ja sehr fein sortiert. Dann gibt es immer weniger Parteien und vor allem eine sehr, sehr starke CDU-CSU dann unter Adenauer Spätzeit. Aber die Volksparteien müssen sich erst bilden. Wie bilden sie sich? Indem sie andere Teile anderer Parteien aufsaugen. Und da, darunter befinden sich nicht zuletzt ehemalige Nationalsozialisten. Diese Ex-Nazis gehen dann nicht nur in die CDU unter Adenauer. Das sind vor allem dann große Teile der früheren des früheren Bundes der Heimatvertriebenen und Entrechteten, einer populistischen Vertriebenenpartei und Ex-Nazi-Partei, die dann mit Adenauers CDU koaliert und dann aber von ihm klein gemacht wird und zum Teil aufgesogen wird. Auch die SPD auf dem Weg zur Volkspartei. Und damit ist so eine Bündnispolitik eben nicht nur die Spezialität Wenzel Jaksch. Auch die SPD auf dem Weg zur Volkspartei saugt solche ursprünglich nicht sozialdemokratischen Kräfte auf. Und da sind auch Ex-Nazis dabei. Reinhold Rees hat das möglichst zu verschleiern versucht. Das ist ihm auch weitgehend geglückt, bis auf seine NSDAP-Mitgliedschaft, die dann irgendwann doch mal ruchbar wurde, glaube ich. Aber von seiner völkisch-nationalistischen Journalistentätigkeit als Student und als junger Mann in der Weimarer Zeit wurde gar nichts bekannt. Aber es gibt eben auch ehemalige BHE-Leute wie Frank Seibot, der letzte Vorsitzende der gesamtdeutschen Partei, da steckt auch im Titel schon was drin, mit Vergangenheit, der dann eben SPD-Staatssekretär in Hessen wurde, nachdem er der SPD beigetreten ist, Mitte der 60er Jahre. Das heißt, wir haben zwangsläufig bei dem Versuch, Volkspartei zu werden und nicht nur Minderheitenpartei zu bleiben, bei CDU und SPD solche Aufsaugungsprozesse, die quasi dann auch zu parteiinternen Bündnissen mit ehemaligen Nationalsozialisten führen. Da ist also die Bündnispolitik von Jaksch als BDV-Präsident nur eine weitere Facette dessen. Ja, vielen Dank für diese Einschätzung. Meine Herren, hier auf dem Podium, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir kommen jetzt langsam so in diese an diese kritische Zoom-Grenze der anderthalb Stunden bis eine Stunde 45 Minuten. Es ist viel gesagt worden, viele interessante Dinge. Vieles kann man dann nachlesen in der tschechischen Variante, die wir jetzt bald herausgeben, ihrer Studie. Ich darf jetzt mal an alle, auch im Publikum, also gerade auch für die, die der tschechischen Sprache mächtig sind, darf ich mal eben den nötigen Link schicken. Augenblick, das kommt sofort. Das mache ich mal eben hier an alle. Jetzt müssten gleich alle hier ein Google-Anmeldeformular finden und hier kann man sich entsprechend eben eintragen, wenn Interesse besteht, die bald erscheinende tschechische Version Ihrer Studie, Herr Schwarz, lesen zu wollen, bekommen zu wollen. Also da wird es eine Online-Version geben, auch eine gedruckte Version, natürlich zuerst die Online-Version. Wer das eben machen möchte auf Tschechisch, kann das jetzt hier kundtun unter diesem Online-Link. Ich darf mich mit dem Hinblick auf die Zeit ganz herzlich bedanken für diese, wie ich finde, sehr, sehr gelungene Veranstaltung. Darf sagen, dass ich es wichtig und richtig finde, dass man sich eben in diesem Jubiläumsjahr zu Wenzel Jaksch sich über ihn unterhält, aus deutscher Perspektive, aus tschechischer Perspektive. Ich glaube, da ist sehr viel Gutes auch geschehen in den letzten Jahren bezüglich der Person Wenzel Jaksch. Also, dass man Jaksch in seinem, wurde gerade schon gesagt, ein komplizierter Politiker in einer noch komplizierteren Zeit, aber dass man ihm etwas gerechter wird, etwas differenzierter ihn auch betrachtet. Und da sind ja, glaube ich, auch in den letzten Jahren einige interessante Sachen geschehen,
Ich darf daran erinnern, es gab vor einiger Zeit die relativ gut gemachte Fernsehserie Das tschechische Jahrhundert mit einer eigenen Folge zu Wenzel Jaksch, wenn man so will, und der Auseinandersetzung mit Beneš. Und ich finde, da ist die Politik Jaksch schon ganz gut getroffen auch. Ich darf daran erinnern, dass mit einem relativ großen Erfolg die Sozialreportagen herausgebracht wurden, auf Tschechisch vor allem, aber natürlich auch auf Deutsch, und die auch ein großes Interesse geweckt haben und diesen Menschen Wenzel Jaksch auch nochmal anders gezeigt haben, mich als relativ talentierten Schriftsteller und Journalisten. Und er präsentiert uns ja eine, wie ich finde, sehr, sehr beeindruckende Sonde in das Sudetenland der 20er Jahre. Also ich glaube, ein ganz, ganz tolles Produkt. Und nicht zuletzt, und das kann ich auch mal erwähnen, weil es so ein bisschen so ein Mikrokosmos ist, es gibt jetzt dann doch in seinem Geburtsort, trotz aller Widerstände, die es da über Jahrzehnte auch gegeben hat, gibt es ja nun doch eine kleine Ausstellung zu ihm. Da steht eine kleine Kapelle, und in der Kapelle gibt es eine kleine Ausstellung zu der Geschichte der Ortschaft. Und da gibt es eben auch zwei Panels zur Person Wenzel Jaksch und zu seinem Leben. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Zeichen. Und wir wollen eben mit unserer Publikation, mit Ihrer Studie, Herr Schwarz, da so einen kleinen Beitrag leisten zu, dass man auf diesen Wenzel Jaksch ein bisschen differenzierter schauen kann. Ich beginne zu husten, und ich glaube, das ist der beste Augenblick, um diese Veranstaltung dann wirklich abzuschließen. Danke allen für die Teilnahme. Danke Ihnen, Herr Schwarz, für den Vortrag. Danke Wladimir Spittler für die Diskussion, für die Beiträge aus tschechischer Perspektive. Ich würde mich freuen, wenn recht viele sich die Publikation bestellen auf Tschechisch, und freue mich dann mit allen, freue mich dann natürlich auch weiterhin mit Ihnen allen in Kontakt zu bleiben. In diesem Sinne darf ich mich bedanken im Namen der Friedrich-Ebert-Stiftung und der Demokratischen Masaryk-Akademie Prag und wünsche Ihnen allen noch einen schönen, hoffentlich hustenfreien Abend. Machen Sie es gut, alle zusammen. Bis bald. Auf Wiedersehen.